Hallo, heute möchte ich euch ein weiteres Beispiel für eine Enzymreaktion zeigen. Ihr habt vielleicht schon einmal davon gehört, dass man Fleisch durch Zugabe von Ananas oder Kiwisaft in die Marinade etwas zarter macht. Und das stimmt, das funktioniert. Und das möchte ich euch heute einmal zeigen. Das in der Ananas enthaltene Bromelain ist eine Mischung zweier Enzyme. Den Namen Bromelain hat es daher, dass die Ananas zu den Bromeliengewächsen, den Bromeliazeen, gehört. Die beiden Enzyme, die diese Mischung namens Bromelain bilden, gehören zur Familie der Cystoproteasen. Das sind hydrolytisch wirkende Peptidasen. Für dieses Experiment werde ich Gummibärchen verwenden und sie in Ananassaft einlegen. Dazu werde ich die Ananas ganz einfach selber pürieren, zum Gummibärchen dazugeben und wir schauen uns nach einiger Zeit an, was mit dem Gummibärchen passiert ist. Ich habe hier klein geschnittene Ananas, die ich hier im Mixer fein püriere. Diesen Saft filtriere ich nun ab durch ein grobes Sieb und gieße ihn anschließend in ein Becherglas zu Gummibärchen. Zu 150 ml Ananassaft und zu 150 ml Wasser als Vergleichsprobe gebe ich jeweils 2 rote Gummibärchen. Und wir schauen uns in einigen Stunden an, was damit geschehen ist. Mittlerweile ist ein Tag vergangen und wir wollen uns einmal anschauen, was mit unseren Gummibärchen einmal im Wasser und einmal in dem Ananassaft geschehen ist. Ich gieße erstmal ein wenig der Flüssigkeit ab und die Überbleibsel dann hier vorne in die Petrischalen. Bei dem Ananassaft sehen wir bereits, dass sich hier unten so ein rötlicher Film abgelegt hat. Irgendwie scheint die Farbe der Gummibärchen bereits in der Flüssigkeit vorhanden zu sein. Und tatsächlich, wir sehen es, hier sind keine Gummibärchen mehr vorhanden. Hier ist nur noch ein bisschen von dem Ananasfruchtfleisch übrig, während die Gummibärchen hier im Wasser ganz klar, ganz groß aufgequollen sind. Die Enzyme hier im Ananassaft haben also tatsächlich die Gelatine, die ja aus Proteinen besteht, komplett zerlegt.